Liebe Zuschauer, ich stehe wieder in Paraguay an einer Wetterharmonisierungsanlage, die hier vor 3 Jahren aufgebaut wurde. Möglicherweise erinnert ihr euch noch an die Dokumentation, die wir damals von der The Parent Tree Farm aus gemacht und aufgezeichnet haben. Und wir wollen uns jetzt im Folgenden anschauen, was aus dieser Anlage geworden ist, welche Erfahrungen, welche Ausweitungen und welche Dinge passiert sind in den vergangenen Jahren und wie sich auch die Technologie weiterentwickelt hat. Und in diesem Sinne ein herzliches Willkommen. Andreas, es ist jetzt 3 Jahre her, da sind wir hier, eigentlich sogar noch unten im Becken gestanden. Da hast du zusammen mit Majid dieses erste Gerät aufgebaut. Ja. Und als ich abgeflogen bin, setzte ja wirklich ein ordentlicher Regen ein. Ich weiß, da erinnere mich noch gut. Was hat sich so getan seit der Zeit? Wow, das ist eine ganze Menge. Also es waren intensive 3 Jahre. Und ich wollte mal ganz kurz nochmal zurückgehen. Was wir damals gern berichtet haben, ist, dass ich schon 4 Jahre vorab begonnen hatte mit der Wetterharmonisierung. Allerdings mit der Technik, die ursprünglich Wilhelm Reich entwickelt hat, mit den sogenannten Cloudbustern. Das hat auch wunderbar funktioniert, mit einem ganz kleinen, 1 Meter lang angefangen. Und jedes Mal nach 3 Tagen kam der Regen. Ja. Nach einem Jahr hat dann plötzlich nichts mehr geklappt. Und dann habe ich schließlich ein bisschen recherchiert und habe auch viel Informationen von Bernd Senf aus dem Internet und sonst wo. Also er ist ja da wirklich hervorragend, was er alles an Wissen zur Verfügung stellt. Und dann hat es wieder ein Jahr funktioniert mit einer 2 Meter langen Anlage. Und dann kam schließlich 2013 die 3. Dürre und es hat eben wieder nicht funktioniert. Da dachte ich, irgendwas verstärken die da immer. Weil es hat ja früher gut funktioniert, funktioniert da nicht mehr. Und dann haben wir schließlich Majid eingeladen und haben diese Anlage gebaut. Und wie du eben gesagt hast, es hat dann innerhalb von 3 Tagen super geregnet. Ja. Wir hatten ein Wolkenbild, herrlich, wie noch nie vorher. Richtige, klare, ganz natürliche, wunderbare Wolken. Das hat mich total inspiriert und motiviert, weiterzumachen. Und es hat dann ab dem Zeitpunkt die nächsten Monate auch immer wieder gut geregnet. Aber nicht so, dass es jetzt alles unter Wasser steht. Es ist ja eine Harmonisierungsanlage. Es soll ja ein Gleichgewicht schaffen zwischen Regen und Sonne. Das verwechseln viele. Das ist eine Regenanlage. Überhaupt nicht. Das ist eine Harmonisierungsanlage. Wir nehmen lediglich die Manipulationen weg, die von irgendwelchen Technologien ausgeführt werden, sei es Harp oder Chemtrails. Genau, du hast das angesprochen, dass sich da Dinge offensichtlich ändern. Also manipuliert wird ganz offensichtlich von irgendwelchen offiziellen oder welchen Stellen auch immer. Die, das ist ja bei uns noch viel krasser. Mhm. Ihr klagt ja auf hohem Niveau. Mhm. Also die Tage, wo ich hier war, habe ich keinen einzigen Chemtrail gesehen. Nein, das nicht. Also die Dinge finden hier wohl nicht statt oder finden sehr viel weniger statt. Aber das sind die Dinge, die ein Problem machen, ganz offensichtlich. Diese staatlichen, idiotischen Wettermanipulationsgeschichten. Ja, ist ja ganz offiziell zugegeben. Ja. Da gibt es ein Papier, Weather Control 2025 vom US-Verteidigungsministerium. Da steht das alles drin, was gemacht wird. Also ist keine Verschwörungstheorie, die wollen das tatsächlich. Ja. Obwohl es von der UNO verboten ist. Da gab es mal irgendwann einen gemeinsamen Beschluss. Aber wer kümmert sich heute noch um die UNO, was die beschließen? Und Gott sei Dank kann der Einzelne, das ist ja das Schöne, der kann mittlerweile was machen und sagt, Moment mal, ich helfe jetzt mit, dass die UNO-Beschlüsse umgesetzt werden. Ja? Ja. Und wie ging es weiter? Also das Wetter, super in Paraguay. Und ich habe dann gesehen, in Deutschland leben ja Verwandte von mir dort auch, es wurde immer schlimmer. Und es hat sich auch so zugespitzt, 2014 war so eine Art Kriegsstimmung in Deutschland. Ja, es wurde Ukraine wurde geputscht. Genau. Ja. Ja, 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 ja. Und das wird dann immer schlimmer. Und ich habe gesagt, nee, also ich möchte nicht nach den Erfahrungen, was in Algerien passiert ist, wo eine Harmoniestation schon seit 9 Jahren stand und die hatten dort einen Bürgerkrieg beendet mit so einer Station. Da dachte ich, das müssen wir in Deutschland bauen. Und habe ich dann so lange diskutiert und gemacht, weil der Majid wollte erst nicht. Er sagt, nee, da kümmern sich andere drum. Ich sage, wieso? Ich wüsste jetzt keinen, der sich darum kümmert. Ja? Mhm. Ich baue so ein Ding, ich finanziere das alles. Und habe ich das hier von Paraguay irgendwie organisiert, dass dort eins gebaut wurde und wollte, dass er das dann macht. Und am Ende bin ich dann doch hingeflogen und musste es praktisch selber machen, weil er hat gesagt, nee, ohne dich mache ich es nicht. Also bin ich im Juni, das zusammen gemacht, genau. Im Juni sind wir dann hin und haben es gebaut. Und da ist das Gleiche am Himmel passiert, also Anfang Juni. Wir hatten das installiert. Und dann gingen aber auch wirklich in ganz Deutschland die Chemtrails weg. Das war dann ein Wochenende, wo der Himmel, das habe ich dann Berichte bekommen von Bayern und sonst wo,
ein klarer Himmel. Leider ist der Effekt nur am Anfang, die ersten 2-3 Tage. Es zieht sich dann schon zurück auf ungefähr, was das Wetter betrifft, so 20 Kilometer ungefähr. Aber immerhin. Immerhin. Oder es wird irgendwas gemacht, dass es sich vermindert, das weiß ich nicht. Ja. Aber es hat mich dann so begeistert, dass ich dann noch in Deutschland, Österreich, Portugal, also ich wollte das eigentlich gar nicht. Manche lud mich jedes Mal ein, dachte, nee, du musst dabei sein. Ich habe mich immer gewundert, warum, ich habe doch hier meine Arbeit. Und dann irgendwann hat er gesagt, er will mich zum Nachfolger machen für das Ganze. Aber ich habe dann doch abgelehnt, weil das ist nicht mein Beruf, meine Berufung. Du hast ja hier auch noch was zu tun. Ich pflanze Bäume, ich mache Wiederaufforstung. Ja. Und das ist für mich eine wunderbare Ergänzung. Wenn du irgendwo Bäume pflanzt, trocken, dann stellst du halt eine Harmoniestation auf und hast Regen und kannst deine Arbeit machen. Dafür hatte ich das gedacht. Ja. Ich habe dann trotzdem noch 2 Jahre mitgeholfen, das zu managen, weltweit alles vorbereitet. Wie gesagt, wir sind nach Brasilien geflogen, mehrfach nach Europa. Es war eine sehr intensive Zeit. Ja. Du hast darauf hingewiesen, 2014, so diese, ich erinnere mich noch, dass irgendeiner dieser Obergurus da aus Brüssel 2013 darauf hingewiesen hat, man lebe wie vor 100 Jahren in einer unmittelbaren Vorkriegszeit. Also das waren dann die Figuren, die dann wirklich auch einen Krieg in Europa versucht haben herbeizureden. Hat denn diese Natur- und Wetterharmonisierung, von der du gesprochen hast, wenn wir jetzt plötzlich an das uns erinnern, was Majid für Algerien, für seine Heimat gesagt hat, hat das auch was mit einer Kontrolle oder einer Abwehr vom Thema Mind Control zu tun? Könnten da die Dinge auch funktionieren? Also ich bin fest überzeugt, dass das Wetter unmittelbar auf die Psyche einwirkt. Ich meine, das merkst du ja sowieso. Du hast einen trüben, verhangenen Himmel. Wie fühlst du dich, wenn du keine Sonne mehr siehst, über Monate in Deutschland und die ganze Zeit nur grau? Und du siehst überhaupt keinen Strahlen mehr. Das hat ja der Bernd Senf immer wieder beschrieben in seinen Vorträgen. Dieses Orgon, diese strahlende, blaue, dieser Himmel, das ist ja eine Lebensenergie, eine Lebenskraft. Was passiert, wenn du Menschen die entziehst, permanent, über Jahre? Die werden depressiv, die werden krank, die werden gestresst und fangen an kriminell. Und kontrollierbar, ja, natürlich. Ja, klar, gewalttätig. All die Dinge haben wir ja. Und genau das wird bewirkt, wenn du die ganze Zeit in der unnatürlichen Umgebung lebst. Also insofern hängen die Dinge letztendlich irgendwie zusammen. Also obwohl man jetzt hier erst einmal über das Thema Wetter redet, aber wenn ich eben diese ganzen chemischen Angriffe, die permanent stattfinden, wenn ich die abfangen oder beseitigen kann. Und wenn du sagst, 15, 20 Kilometer ist der Radius, würde ja in jeder mittleren Stadt in Deutschland reichen, um das Thema komplett zu beerdigen. Hätte eigentlich, das war ja ursprünglich meine Vision, aber da die Anlagen mittlerweile 35.000 Euro kosten, ich habe die Leute betreut jahrelang, 99% haben dankend abgelehnt. Ist nicht jeder Idealist, dass er irgendwie da so viel Geld aufbringt. Ja. Aber ich komme nachher noch zu einer anderen Lösung, denn es hat sich da auch viel entwickelt. Es sind Leute darauf aufmerksam geworden durch den ersten Film und die wollten dann etwas, was jeder sich leisten kann und was du einfach in deinen Vorgarten stellen kannst, eine kleine Version. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Eine solche kleinere Version hat von der Wirkung her, ist das dann vergleichbar? Oder sind das dann nicht mehr 15, 20 Kilometer Radius im Umkreis? Du wirst nicht glauben, aber der Radius ist genau der gleiche, wenn nicht sogar ein bisschen stärker. Ja, das ist eben das Tolle, das ist wie eine Computertechnologie. Auch jedes Jahr. Weißt du, du hast früher noch ein ganzes Haus gebraucht für 1 Gigabyte und heute hast du einen Mini-Chip. Und so genau ist es hier auch passiert. Es ist mittlerweile so, dass etwas existiert, was von den Kosten 1% ungefähr ausmacht und von der Wirkung gleich bis genauso gut. Ja. Das heißt, mittlerweile sind wir an dem Punkt angelangt, wo wirklich jeder es sich leisten kann und es selbst bauen kann. Ich verrate nachher noch, wie es geht. Ja. Kein Geheimnis. Du hast sie aber hier unverändert, die Anlage stehen und wird die weiter genutzt? Also ist unverändert im Einsatz hier bei dir? Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich habe ja sehr viel Werbung gemacht und mich 2 Jahre bemüht, aber im August 2015 hat sie nicht mehr funktioniert. Also das Ähnliche, was mir vorab passiert ist mit den ursprünglichen, ist dann wieder passiert. Und ich konnte sie eben nicht mehr aktivieren. Ich habe 6 Wochen gebraucht dann mit einer, ich will mal sagen, ja, es war jetzt ein bisschen Intuition auch dabei. Ich wusste auf einmal, was ich zu machen hatte.
Ja, und ich konnte dann auch anderen helfen. Also ich habe ja insgesamt 10 mitgebaut und davon haben 5 nicht mehr funktioniert. Und ich konnte einigen helfen, einigen anderen auch nicht, sage ich mal ganz ehrlich. Ja. Und ich wollte dann auch nicht mehr mit beteiligt sein, wenn Leute so viel Geld ausgeben und es funktioniert nicht. Also das, da habe ich kein gutes Gefühl. Also ich habe dann einfach mit den Großen aufgehört. Und ich werde dann jetzt drüben an einer anderen Stelle mal die neueste Version zeigen und ein bisschen was zum Entwicklungshergang und zum Bau vor allen Dingen, dass es jeder ungefähr nachvollziehen kann und wo man das auch machen kann. Und so. Wenn man auf die Art und Weise, ich meine, das ist einfach die zentrale Botschaft auch, wenn man auf die Art und Weise eine sehr viel größere, aufgrund der Kosten, eine sehr viel größere Verbreitung fände, hast du ja eine Situation, dass du ganz schnell diesem Spuk, der hier in vielen, vielen Ländern, es gibt ja vorbildliche Länder wie Russland, die das ganze Thema abgeschafft haben und jetzt gar nichts mehr machen mit diesem Sprühen und dieser Wettermanipulation. Wenn man diese Dinge dann möglichst verbreitet, dann können die sprühen, was sie wollen. Ist das Himmel trotzdem, es gibt Städte in Deutschland, da sprühen die wie verrückt. Um Stuttgart, wo der Erfinder wohnt, ist der Himmel meistens frei. Der hat da rundherum 10 Anlagen aufgestellt. Und die können sprühen, die frühen jetzt doppelt so viel, es hilft nichts mehr. Ja. Also die sind bald am Ende oder irgendwann setzt sich die Natur leer. Setzt sich die Natur sowieso durch. Ja. Also ich bin fest der Überzeugung, dass irgendwas Krankmachendes auf die Dauer sowieso nicht überleben kann. Die Natur und die Gesundheit wird sich durchsetzen. Du hast angesprochen, und vielleicht sollte man das einfach nochmal unterstreichen, Bernd Senf, ein ganz herausragender Wissenschaftler, nicht nur im Bereich Finanzen, der hat hier Meilensteine des Wissens gesetzt, sondern auch jemand, der eben das alte Wissen von jemand wie Wilhelm Reich, der vor vielen Jahrzehnten gewirkt und gearbeitet hat und aus Deutschland emigrieren musste, dann in den USA, aber auch nicht wirklich die Beine auf dem Boden bekam, auch da quer lag mit seinen Forschungen. Und dass es dem Bernd gelungen ist, dieses Wissen zu reaktivieren, da muss man einfach auch nochmal ein Dankeschön für sagen, dass das gemacht wurde. Aber ganz bestimmt. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, nochmal darüber zu berichten, weil er wurde im ersten Film so gut wie gar nicht erwähnt. Und was die neue Technologie, die jetzt eben viel kleiner ist, die beruht eben noch mehr auf dem ursprünglichen Wissen von Wilhelm Reich und was Bernd dann wieder uns gezeigt hat, plus eben eine Erfindung, um zwei Sachen zu kombinieren. Und das war dann der Durchbruch letzten Endes, dass mittlerweile über 1000 dieser Naturharmoniestationen in ganz Europa und der Welt gebaut wurden. Und überall wird dasselbe berichtet, der Himmel geht auf, es regnet wieder, Leute werden wieder normal, in Anführungszeichen, der Stresslevel geht zurück. Und ich habe es ja selbst erlebt, ich habe eine gebaut in Brasilien, Natal, die Stadt stand kurz vorm Kollaps. Es war eine Art bürgerkriegsähnlicher Zustand, die Busse brannten, es gab keinen persönlichen Personennahverkehr mehr, genau. Leute waren in Häusern verschlossen und wir hatten so ein Ding gebaut bei einem Freund. Am nächsten Tag, wir haben es aktiviert abends um 5, am nächsten Tag war der Spuk wie weg, als ob sich der Nebel in der Sonne verzogen hätte. Die Leute gut drauf, freundlich, man hat nichts mehr gehört von brennenden Bussen und von der ganze Aufstand, es war so eine Gefängnisrevolte, weil sie denn die Handys abgestellt hatten und nichts mehr, absolut nichts mehr. Also ich hab's selbst, ich war fassungslos, würde ich sagen. Ja. Also das, was in Algerien passiert ist, ist da auch in der Millionenstadt passiert, mit einer einzigen kleinen Anlage. Das war jetzt im Juli 2016. Ja. Wir schauen jetzt gerade das neueste Modell einfach mal an. Was wirklich so ein, ich sag mal, Produkt für jedermann ist. Das ist das Besondere. Jeder kann es sich leisten und das wäre das, was möglichst weit verbreitet werden sollte. Open Source. Ja, ja. Und das also, so wie, genau. Wer es nicht baut, ist selbst dran schuld. Genau. Okay. Darf sich nicht mehr beschweren. Alles klar, wir schauen uns an. Gerne. Wir haben jetzt eben gerade die, ich sag mal, große Harmoniestation uns angesehen. Und du hast schon darauf hingewiesen, nicht zuletzt auch aufgrund der Kosten ist es sinnvoll, das Ganze auf eine breitere Basis zu stellen. Und das, was wir hier im Hintergrund sehen, ist das das, was dann die breitere Basis letztendlich ermöglicht und darstellt? Genau das ist es. Also es ist mittlerweile reduziert auf ein Rohr, ein 2 Zoll. Stahlrohr, hier ist es 2 Meter lang. Der US verwendet in seinen Workshops 1,5.
Und es geht beides. Und ein Regenfass, das kann auch was anderes sein, das kann ein Baukübel sein, das kann ein großer Keramiktopf sein, das spielt überhaupt keine Rolle, da kann jeder machen, was er will. Nur wenn es Plastik ist, sollte es nachher noch geerdet sein, aber diese Details, das kann man alles auf der Webseite nachlesen, was man da braucht. Es ist einfach in 3-4 Stunden zu bauen, hier innen drin die Wicklung, dann braucht man es eben nur noch ins Fass zu stellen, es wird abgespannt wieder nach den 4 Himmelsrichtungen. Die virtuelle Pyramide. Wird so eine Art Pyramide, genau. Ja. Das ist wieder die virtuelle Pyramide, die mit reinkommt. Und zum Aktivieren verwendet man dann eben was ganz Besonderes. Es wird etwas Agni Hotra Asche genommen und aufgekocht, 10 Minuten in Wasser. Und das gibt man einfach oben in das Rohr rein. Und das kann man jeden Tag oder einmal die Woche machen. Das gibt dem Ganzen dann immer so eine Art Schub. Ja. Wenn sich da ein bisschen Schmutz am Himmel aufhält oder wenn da neu gesprüht wird, und dann braucht man nur etwas von dem Wasser reinzukippen. Und sofort ist das Ganze wieder voll aktiv. So wie es jetzt hier steht, wenn es, egal wie du sagst, ob im Keramik oder in einer Metalltonne oder wie auch immer, wie man es dann aus ästhetischen Gründen gerne hätte, ist es funktionsfähig und wirkt in dem Umkreis, was du vorhin gesprochen hast, von vergleichbar, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr mit der großen Anlage. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das schon geschafft. Gut, ich mache das jetzt seit 5 Jahren. Man schafft es auch mal 500 Kilometer, wenn man es genug verstärkt. Und wenn Not am Mann ist. Aber in der Regel arbeiten sie eben um die 20 Kilometer Umkreis. Ja. Und es wäre auch schön, wenn möglichst viele mitmachen, dass nicht die ganze Last auf ein paar liegen, sondern dass in jedem Dorf jemand sagt, ich übernehme das jetzt. Ich stelle so eins in meinen Garten, und wenn wir in ganz Deutschland, in jedem Dorf und in jeder Stadt eine Naturharmoniestation stehen haben, dann ist der Spuk mit der ganzen Himmelsverschmutzung, mit dem Dreck, mit der Wettermanipulation und was auch alles dazugehört, der ist einfach über Nacht vorbei. Und das hört sich jetzt an wie eine verrückte Vision, aber es ist machbar. Ich habe es mehrfach erlebt. Ja. Ich habe das persönlich gesehen, wie sich innerhalb von 2 Minuten der Himmel komplett geändert hat. Und wenn du das eben tagtäglich erlebst und über Jahre, dann ist es völlig normal irgendwann. Und dann weißt du, was ein Mensch, wenn er die Absicht hat, was er bewirken kann. Und zwar jeder. Man darf einfach nicht kapitulieren, nicht aufgeben und nach Lösungen suchen. Wir waren am Anfang auch ganz verzweifelt bei der ersten Dürre. Und dann haben wir gefragt und geforscht, und mittlerweile ist es uns sehr leicht gemacht worden mit dieser Harmonisierung. Das, was das Besondere, wir erklären nochmal gleich, wie es genau auch zusammengebaut wird. Das Besondere ist, dass es aufgrund der Kostenstruktur auch eine Geschichte ist, die in einer ganz anderen Breite Menschen erreichen kann, als das mit einer Station, die dann, mehrere 10.000 Euro kostet. Wo liegst du denn hier, wenn du es selber machst oder wenn du es beim Urs kaufst, wo liegst du denn da? Ich glaube, das sind noch nicht mal 200 Euro Materialkosten. Ja. Also es ist ja ein sehr hochwertiger Filz drin, 2 mm, Stahlwolle. So ein Rohr kriegt man für 10, 15 Euro, ein altes Fass, da kann jeder eben. Also man liegt bei maximal 200 Euro, wenn man die Sachen gebraucht irgendwo bekommt und es zu Hause hat, noch nicht mal 50 Euro. Ja. Und es gibt noch als erstes so ein Chip vom Urs, also das ist ungefähr das, was die Resonatoren bei Matchett waren. Es ist gut, wenn man dran macht, weil dann ist er schon stärker, muss man eindeutig sagen. Aber eine Frau aus Spanien hat geschrieben, die hat in der Bauanleitung das so abgeguckt und hat gar nichts mitbekommen vom Chip, hat das Ding gebaut in der Dürreperiode und es hat geregnet nach 3 Tagen. Also wenn ein Mensch wirklich das will, und dann aktiviert er allein durch seine Absicht diese Anlage. Das wollte ich nochmal sagen, du hattest ja auch Seminare über diese Sache, was das Unterbewusste alles bewirkt. Und wenn wir sagen, wir können das und wir tun es dann auch, dann passiert's. Das ist noch ein ganz wichtiger Faktor, der bei dem Ganzen auch mitspielt. Ja. Auf die Rolle des Individuums kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Der Urs hat auf seiner Website eine, im Prinzip so eine Art Bauanleitung, wie das genau funktioniert, sodass derjenige, der es jetzt nicht fertig bestellen will, sondern der das sich zu Hause selber zusammenbauen möchte. Und das Schöne ist ja, dass hier sowas wie ein Open Source letztendlich
stattfindet, der Urs halt nicht den Daumen drauf oder ihr habt kein Interesse daran zu sagen, das ist jetzt unser Patent oder irgend so ein komischer Kram, sondern das wird den Menschen zur Verfügung gestellt. Das ist ja auch so die Idee. Und in dieser Bauanleitung können wir uns das mal anschauen, wie das genau gemacht wird und wie es funktioniert. Genau, es ist alles im Detail veröffentlicht. Ich habe sogar heute nochmal nachgeguckt. Er schreibt sogar, jeder, den anruft, macht einen Termin abends, kommt bei mir vorbei. Einen Abend bauen wir so ein Ding. Also ist da völlig offen. Ja. Und ich denke mal, die Zeit der Geheimnistuerei und der Patente, gerade in so einem Bereich, wo wirklich lebensnotwendig ist mittlerweile, das sollte vorbei sein. Wir müssen da alle gemeinsam jetzt was Neues in die Welt bringen. Und nicht, dass einer irgendein Wissen hat und das verheimlicht vor dem Rest der Welt. Nur damit einer reich wird und viele andere Millionen irgendwie verhungern oder arm sind. Die Zeit ist vorbei. Ja, es geht um neues Denken. Völlig. Aber wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie das Ding gebaut wird. Insofern legen wir hier die Quelle offen, genau im Sinne eurer Philosophie. Nun kann es losgehen. Um ein Verkratzen der Arbeitsfläche zu vermeiden, kleben Sie für die Dauer der Arbeit je einen kleinen Streifen Filz um das obere und das untere Ende des Metallrohrs. Markieren Sie das Rohr bei 10 cm sowie bei 60 cm von einem Ende aus gemessen. Zwischen den Markierungen kleben Sie nun mit dem Malertape den einlaminierten Informationsträger. Nun ermitteln Sie mit Hilfe des Bindfadens den Umfang des Rohres. Dieses Maß plus 5 cm gleich 26 cm gibt die benötigte Papierlänge für die nullte Lage. Achtung! Nur hier wird ein 50 cm breites Papier gebraucht, alle anderen Bahnen 64 cm breit. Markieren und schneiden Sie das Papier hier ab. Wickeln Sie es nun um das Rohr und kleben Sie es gründlich mit Malertape zwischen den beiden Markierungen bei 10 und 60 cm auf dem Rohr fest. Alle weiteren Papierbahnen in Bögen von 1,20 m werden nun auf Maß markiert und die Ränder werden umgefaltet. Markieren Sie mehrere Stellen und falten Sie die Ränder der 64 cm breit liegenden Papierbahn auf beiden Seiten je 7 cm nach oben. Es entsteht eine genau 50 cm breite Fläche zum Einlegen von Wollfilz bzw. Stahlwolle. Eine gerade Holzlatte erleichtert das zügige Umknicken der Ränder. Lage 1a – Wollfilz. Ermitteln Sie wieder mit Hilfe des Bindfadens den Umfang des Rohres. Nehmen Sie eine vorbereitete, gefaltete Papierbahn, addieren Sie 6 cm gleich 26 cm, markieren Sie diese Länge auf dem Papier und schneiden Sie das Papier bei der Markierung Filzlänge plus 6 cm ab. Das Papier messen und schneiden folgt 14 Mal für alle 7 Doppellagen. Die Arbeitsschritte Filz und Stahlwolle folgen je 7 Mal abwechselnd. Deshalb kreuzen Sie bitte auf dem Laufzettel an, welche Lagen bereits fertig sind. Legen Sie nun die Wollfilzbahn auf das Papier an die Markierung. Schneiden Sie den Filz so ab, dass er auf der gegenüberliegenden Seite 1-2 cm über das Papierende übersteht. Klappen Sie die Kanten des Papiers auf und legen Sie den Filz wie abgebildet auf das Papier. Papierüberstand 6 cm, Wollfilzüberstand 1-2 cm. Nun verteilen Sie mit Hilfe eines Kunststoffsiebes mit einem Holzlöffel etwa ein Viertel der Mineralmischung auf dem Filz und reiben Sie das Pulver mit Hilfe des Siebes in den Filz ein. Fixieren Sie nun das umgeknickte Papier an den Schließstellen mit Hilfe des Malertapes. Wickeln Sie nun wie abgebildet das Papier mit dem eingelegten Filz von beiden Seiten her um das Metallrohr. Beginnen Sie mit der Ausrichtung der Lage 60 cm unterhalb der Spitze des Rohrs. Das überstehende Papier schließt außen und wird mehrfach festgeklebt. Vier miteinander arbeitende Hände helfen dabei, die Wicklungen eng zu fassen. Schritt 1a ist geschafft. Haken Sie diesen auf der Checkliste ab. Juhu! 1b – Stahlwolle. Zu Beginn von Schritt 1b nehmen wir wieder den Umfang mit Hilfe des Bindfadens. Addieren Sie ab nun immer 6 cm, zeichnen Sie das Maß ein und schneiden Sie das Papier hier ab. Legen Sie nun für Lage 1b drei Streifen Stahlwolle jeweils 1 cm überlappend in das Papier, sodass sie sich zu einer Fläche verbinden.
Beachten Sie wieder den Überstand des Papiers zum Schließen und fixieren Sie wieder mit Klebeband das Papier an den Schließstellen. Schließen Sie nun das Papier mit der Stahlwolle von beiden Seiten kommend und befestigen Sie die neue Wicklung gründlich mit Hilfe von Malertape. Jeweils dreimal quer zum Rohr und einmal längs. Nun kommen wir zum Binden und Knoten der gewickelten Doppellage der NHS. Die Wicklung soll an Anfang und Ende sehr stramm sitzen. Dazwischen werden in Abständen etwa 7 weitere Knotungen gesetzt. Für die Stabilität ist eine stramme Fadenführung wichtig. Schlingen Sie zunächst den Faden um das Rohr und verschlingen Sie ihn doppelt. Wie ein halber Knoten, nur eben doppelt. Führen Sie die verschlungene Stelle des Bindfadens unter das Rohr und dann die Fäden wieder nach oben. Nun liegt der Faden zweifach um das Rohr. Ziehen Sie den Faden oben mit etwa 1 cm Abstand zum Rand der Wicklung sehr stramm und vervollständigen Sie den Knoten. Nehmen Sie nun die Fadenrolle in die Hand und führen Sie diese bei lockerem Fadenverlauf einmal links herum um das Rohr. Rohr leicht anheben. Jetzt führen Sie die Rolle von oben kommend durch die locker liegende Fadenschlaufe und in Richtung Rohrspitze. Ziehen Sie nun wie abgebildet an der Rolle, sodass sich der Faden im Knoten festzurrt. Wiederholen Sie diesen Schritt immer im Abstand von ca. 7 cm. Am Ende binden und knoten Sie wieder zweifach. Schneiden Sie dann den Faden in etwa 20 cm Entfernung vom letzten Knoten ab. Mit Hilfe eines Schlaufenziehers knoten Sie noch einmal und führen dann die Fadenenden zum Verwahren unter der letzten und vorletzten Bindung durch. Das Reststück vom Anfang wird ebenso verwahrt. Geschafft! Haken Sie auf dem Laufzettel Schritt 1b ab. Wiederholen Sie nun die Schritte 1a und 1b weitere 6 Mal. Dabei tragen Sie die restliche Mineralstoffmischung nur in der letzten Wollfilzlage 7a auf. Fertigstellung der NHS durch wetterfeste Außenschicht. Vor der Fertigstellung der NHS empfiehlt es sich nun, die Filzstreifen an den Enden des Rohres zu entfernen. Dann nehmen Sie die wetterfeste Folie und schneiden sie auf 85 cm mal 1,40 m zu. Breiten Sie die Folie auf dem Tisch aus und wickeln Sie dann die NHS mittig liegend damit ein. Die dunkle Seite nach außen. Zum Verschließen wird das Klebeband 2 verwendet. Das Klebeband wird von der Mitte des Kolbens zu den Enden hin aufgeklebt und gleichmäßig festgestrichen. Nun wird die Folie an beiden Enden des Kolbens mit dem Bindfaden stramm und zweifach befestigt, damit kein Wasser eindringen kann. Gut knoten. Schneiden Sie die überschüssige Folie etwa 2 cm neben dem Bindfaden ab und kleben Sie mit dem Klebeband 2 die Ränder der Folie zusammen mit den Bindfadenenden wasserdicht an das Rohr. 1 bis 1,5 Umdrehungen. Dann schneiden Sie die Fadenenden ab. Zum Abschluss nehmen Sie für jedes Ende des Kolbens ein Stück Schrumpfschlauch, führen es über das Rohr möglichst dicht an den Kolben bis zum Bindfaden und erwärmen den Schrumpfschlauch von allen Seiten gleichmäßig mit dem Haushaltsföhn, bis dieser sich passend zusammengezogen hat. Nach dem Abkühlen wird der überschüssige Rest des Schrumpfschlauchs an der Innenseite des Rohrs mit einem scharfen Messer rundherum weggeschnitten. Fertig! Die Arbeitsschritte beim Aufbau. Erstens. Zuerst graben Sie den Kübel für Ihre NHS an dem von Ihnen gewählten Standort zu einem Drittel bis Hälfte in der Erde ein. Zweitens. Dann wird die NHS in den Kübel gestellt und mit 4 Drähten eingespannt. Dazu nehmen Sie 4 Stücke à 2 Meter von dem grünen isolierten Gartendraht und formen mit der Zange an je einem Drahtende eine Schlinge, groß genug zum Umfassen der Rohrspitze. Drittens. Diese Drahtschlingen werden dann in 4 Himmelsrichtungen um die Rohrspitze gelegt. Viertens. Bitte zu zweit ausführen. Sie führen nun die 4 Drähte von oben durch die 4 jeweils darunterliegenden Löcher und befestigen sie unterhalb der Löcher. Am besten je 2 benachbarte Drähte miteinander, sodass man dann hierüber die Spannung mit der Zange erhöhen kann, sodass das Rohr senkrecht steht. Das Rohr wird dabei auf mehrere Tonscherben gestellt, die dauerhaft Abstand zwischen Rohrende und Kübelboden geben. Fünftens. Die NHS gewinnt durch die spannende Befestigung mit den 4 Drähten ihre Stabilität.
Achten Sie auf gleichmäßige Spannung an allen vier Seiten. Sechstens. Verwenden Sie nun für die Erdung Ihrer NHS ein massives Kabel, 1,5 Quadratmillimeter, blank, also vollständig abisoliert. Legen Sie das Erdungskabel auf dem Kübelboden so um das Rohr, dass es dieses nicht berührt, und dann nach oben über den Kübelrand und durch eins der Löcher wieder hinunter in die Erde. Befestigen Sie den Erdungsdraht mit Hilfe des Herings im Boden. Siebtens. Geben Sie jetzt den Quarzsplitt und einige Quarzkiesel in den Kübel. Falls Sie gerade keine Quarzkieselsteine zur Hand haben, sammeln Sie bei Gelegenheit einige und fügen sie dazu. Achtens. Füllen Sie den Kübel am Schluss mindestens zur Hälfte mit Wasser. Zuletzt kochen Sie 1 bis 1,5 Liter Wasser mit dem Spezialenergiepulver kurz auf. Geben Sie dieses Wasser oben in das Rohr. Vorsicht, bitte keine Verbrennungen. Nun kann Ihre Naturharmoniestation ihre Wirkung entfalten. Andreas, wir haben heute noch einen Gast, den du eingeladen hast, der dann von dir die Zusage bekommen hat, eine solche Station zu bekommen. Damit der Zuschauer weiß, um wen es sich handelt, vielleicht einen kurzen Satz. Wer ist Carlos, heißt er ja? Carlos Bordaberry offiziell. Ja, er ist der Ombudsmann, sozusagen Volkstribun, hat man es bei den Römern genannt. Oder ja. Defensor del Pueblo auf Spanisch von ganz Paraguay. Ja. Und er hat also die Aufgabe zu kontrollieren, dass alles sauber läuft bei allen Behörden. Im Bereich Umweltschutz, das ist ein Schwerpunkt. Und er kümmert sich auch um behinderte Menschen, in Paraguay speziell. Und ein alter Freund von mir, einer der wenigen Umweltspezialisten auch in Paraguay. Ein langjähriger junger Freund, denn alt ist er nicht. Da hast du recht, ja. Aber er ist doch schon sehr erfahren, obwohl gerade in dem Bereich, er war auch in Deutschland, wir haben da zusammen gewisse Orte besucht vor ein paar Jahren. Und er ist jetzt erst vor 3 Monaten in diesen, unter 150 Bewerbern ist er einer der 2 Ombudsmänner geworden. Was mich besonders freut, denn er ist wirklich sehr engagiert seit Jahren in dem Thema Umweltschutz. Und muss gleich hinzufügen, weil das auch nicht so ganz selbstverständlich ist, eine absolut integre Persönlichkeit. Oh ja, ich habe seinen Vater noch kennengelernt, der leider verstorben ist vor 2 Jahren. Und ich habe ihn immer nur gesehen, dass er irgendwelchen Leuten geholfen hat. Und wenn irgendwo was mit der Umwelt war, sofort geschaut hat, dass man das ins Lot bringt. Und auch, er nimmt auch Deutschland sehr als Vorbild, was den Umweltschutz betrifft. Ja. Er denkt wirklich, wir sind da das fortgeschrittenste Land in Deutschland. Und dass Paraguay da was lernen könnte. Ich glaube, wir können voneinander was lernen, aber hören wir uns einfach das Gespräch. Du hast dich mit ihm unterhalten, das Gespräch an und warten wir mal ab, was er dazu sagt, dass er eine Naturharmoniestation geschenkt bekommt und wie die Reaktion darauf ist. Ja. Hallo Carly, ich bin froh, dass du mal wieder auf The Parent Tree Farm bist. Vielen Dank für die Einladung, Andreas. Ich möchte gerne mit dir über Umweltschutz, Klimawandel und das Wetter sprechen. Meine erste Frage, gab es in den letzten 20 Jahren eine Wetterveränderung in Paraguay? Ja, total. Ich erinnere mich noch, als die Wettervorhersage im Fernsehen vor 20, 25 Jahren 30 Grad ankündigte, dass sich viele Leute gesorgt haben und meinten, dass es morgen sehr heiß werden würde. Heute erwarten wir in der Regel 10 Grad mehr. Es wird jeden Sommer immer noch heißer. In manchen Zonen wurde es heißer, in anderen etwas kälter im Winter. Du hattest von der Klimaveränderung gesprochen. Kann es sein, dass die Abholzung in Paraguay etwas damit zu tun hat? Ja, natürlich. Man muss sich die Entwicklung ansehen. Es gibt mehr Straßen, der Asphalt ist heiß und wie ein Spiegel, auch die Abholzung. Die Regierung fängt an, das ein bisschen zu kompensieren. Es gibt Gesetze, zum Beispiel das Gesetz 4028 und 4029.
Da geht es darum, dass für jeden Baum, der gefällt wird, 10 neue Bäume gepflanzt werden sollen. Es gibt viele Umweltgesetze in Paraguay. Das Problem ist nur, wer kontrolliert diese Gesetze? Es fehlt an Mitteln. Die Gemeinden sind arm und haben niemanden. Das Thema Abholzung ist eine sehr ernste Sache in diesem Land. Pero obviamente el tema de deforestación es un problema serio que tenemos en el país. Gracias. Danke. Was ist mit Dürren? Fällt der Regen manchmal aus? Ja, besonders im Gebiet des Chaco. Paraguay hat zwei Hauptzonen, die östliche und die westliche. Der Chaco ist im Nordwesten. Da gibt es Gebiete, in denen es monatelang nicht mehr regnet. War das früher auch so? Nein, damals war es nicht so. Jetzt sind die Trockenheiten viel länger. Ein anderes Thema, die Luftqualität. Wie sieht es in den großen Städten aus? Das starke Anwachsen des motorisierten Verkehrs ist ein sehr gravierendes Problem geworden. Man muss noch hinzufügen, dass die Fahrzeuge keineswegs neu sind. Wir haben da noch keinerlei Umweltgesetze dazu. Fahrzeuge, die eigentlich repariert werden müssten, stoßen schwarzen Rauch aus. Wir haben auch Probleme mit dem Kraftstoff. Die Qualität ist oft minderwertig. Das beeinflusst auch die Umwelt und die Qualität der Luft. Ich habe da etwas für dich, das die Luft reinigt, das Wetter harmonisiert und Stress in der Gesellschaft auflöst. Es nennt sich Naturharmoniestation, NHS. Ein Freund in Deutschland hat sie vor 2 Jahren entwickelt. Ich durfte inzwischen Erfahrungen damit sammeln. Diese NHS ist multifunktional. Sie ist sehr einfach zu bauen und hat keine großen Kosten. In Europa stehen bereits über 1000 NHS und die funktionieren gut. In Brasilien natürlich auch. Ich möchte dir eine für deinen Garten schenken. Du kannst sie dort irgendwo hinstellen. Sie nimmt nicht viel Platz weg. Und dann werden wir mal sehen, ob sich in den folgenden Monaten in Asunción etwas ändert. Ob die Luft sauberer wird, ob die Gewalttaten in den Problemgebieten zurückgehen. Vielleicht gibt es ja noch andere positive Veränderungen. Vielen Dank. Der Name gefällt mir. Naturharmoniestation. Das muss etwas Gutes sein. Das funktioniert wahrscheinlich auf der Basis von Quantenphysik. Ja, genau. Der erste, der die Grundlage für die Erfindung gelegt hat, war Wilhelm Reich aus Österreich. Er hat die Orgonenergie entdeckt. In den USA hat er mit dieser Technik den Farmern geholfen, als es nicht geregnet hat. In den 1980er Jahren hat Professor Bernd Senf es wieder entdeckt und das Wissen in Deutschland an der Universität gelehrt. Viele Menschen in Deutschland kennen und nutzen diese Orgonenergietechnik. Der Erfinder der NHS, Urs Wirz, war der Erste, der ein kleines Gerät entwickelt hat, das einfach ist und mehrere Funktionen hat. Früher waren diese Anlagen riesig. Du hast das Vorgängermodell bei uns gesehen mit dem Becken, das sehr groß und sehr teuer war. Jetzt haben wir etwas, das sich jeder Mensch überall auf der Welt in seinem Garten aufstellen kann. Es gibt jetzt Hoffnung, dass wir viele soziale Konflikte und Dürren sowie andere Probleme wie die Klimaveränderung vermeiden können. Ja, das ist ja alles sehr positiv. Ich erinnere mich noch, als du mir auch einen Apparat gezeigt hast,
der das Wasser verwirbelt und demolekularisiert hat. Das Wasser wurde dünnflüssiger, kühler und hat Schwermetalle ausgeschieden, die den Körper belasten und uns müde, antriebslos und intolerant gegenüber Mitmenschen und der Umwelt machten. Das ist alles gut und summiert sich. Und es ist gut, dass du das verbreitest und nicht für dich behältst. Darüber mit den Menschen reden und sie einweisen, dass sie das verstehen. Damit können wir noch mehr die Umwelt schützen. Der Mensch muss verstehen, dass er Teil der Natur ist und nicht der Besitzer. Wenn du in deinem Haus oder im Büro Probleme mit den Nachbarn hast, kannst du in ein anderes Haus oder ein anderes Büro umziehen. Aber das ist der einzige Planet, den wir bisher haben. Wir können nicht umziehen, wir müssen auf ihn aufpassen. Ich bin ganz deiner Meinung. Danke, dass du dieses Geschenk annimmst. Damit werden wir den Menschen hier in Asunción und Umgebung jetzt helfen. Wenn jemand mehr wissen möchte, erkläre ich es gerne, auch in anderen Teilen des Landes, Paraguay. Fantastisch, vielen Dank. Ein spannender Gesprächspartner, interessanter Gesprächspartner und jemand, der, das hat man gemerkt, sich wirklich freut, dass er dann in seinem privaten Umfeld bei sich zu Hause eine solche Station aufstellen kann und irgendwie auch neugierig ist, was da passiert. Ja, ich bin selbst gespannt, weil in Asunción sind schon ein paar Probleme, auch so sozialer Art, die dann hoffentlich mehr ins Gleichgewicht, in Harmonie kommen. Bin da sehr hoffnungsvoll. Okay. Du hast angesprochen zur Verstärkung das Thema Agnihotra, dass man da Asche, abgekochte Asche reinschütten kann in das Rohr und auf die Art und Weise noch etwas zusätzlich einen Impuls geben kann. Sag doch mal noch mal ein Stichwort zu dem Thema Agnihotra. Ihr macht das ja hier selber. Ihr habt eigene Tiere auf dem Grundstück. Ihr habt eine eigene Stelle, wo die Holzkohle hergestellt wird. Was verbirgt sich dahinter für denjenigen, der das Wort Agnihotra noch nie gehört hat? Also Agnihotra ist eine uralte, aus den Veden kommende Sonnenaufgangszeremonie und Sonnenuntergangszeremonie. Also es wird ein kleines Feuer gemacht mit Kudung. Wir haben halt hier auch Kühe, die richtig gesundes Essen noch bekommen. Ja. Und dieser getrocknete Kudung wird dann direkt bei Sonnenaufgang angezündet und es wird ein kleines Mantra gesungen, etwas Reis hineingetan in eine Kupferschale. Und da gibt es wirklich wissenschaftliche Untersuchungen dazu, was passiert in dem Moment bei Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang. Es sind ganz besondere Energien in der Atmosphäre und die werden extrem verstärkt über die Pyramidenform, über dieses Verbrennen von Butterfett, Ghee, den Kudung. Und das ist ein Ritual, was es eben seit Jahrtausenden gibt, vielleicht eines der ältesten der Menschheit überhaupt. Und das hat ein gewisses morphogenetisches Feld mittlerweile. Das heißt, jeder, der das anwendet, ist sofort in diesem Feld drin, in dieser Reinigungsatmosphäre. Und was dann Wissenschaftler herausgefunden haben, ist, dass sich im gesamten Umkreis dieses Agnihotra die Schadstoffe einfach auflösen. Radioaktivität verschwindet. Durch dieses kleine Ritual. Durch dieses kleine Ritual. Ja, ja. Da gibt es mittlerweile hunderte von Berichten drüber weltweit, was passiert. Die Amerikaner hatten in Chile mit Napalm irgendwelche Flächen total kaputt gemacht. Da hieß es, erst in 5 Jahren wächst da irgendwas. Und die ganze Dorfgemeinschaft hat Agnihotra gemacht. Nach 2 Wochen hat es angefangen, wieder zu grünen. Wurden Versuche gemacht in Tschernobyl. Ja. Es wurden radioaktive Äpfel einfach in Agnihotra-Wasser reingelegt, über Nacht, am nächsten Tag. Nichts mehr messbar, völlig aufgelöst. An Radioaktivität, die nichts war weg. Mehr. Das heißt, es gibt hier quantenphysikalische Vorgänge, die normale Physik bisher noch gar nicht beschreiben kann oder die was mit diesem morphogenetischen Feld zu tun hat. Das ist eben... hat eine uralte Tradition und ist sehr einfach praktizierbar. Ist auch kein Geheimnis, wo man lange studieren muss oder so. Ungefähr 10 Minuten am Morgen und am Abend. Und diese Asche, die hat es in sich. Da kann man nicht nur jetzt so eine Naturharmoniestation mit aktivieren. Wenn irgendeiner meiner Nachbarn krank ist, dann gebe ich ihm ein kleines Päckchen mit 2 Gramm Asche und sage, koch das mal auf, eine Messerspitze, in 2-3 Liter Wasser und trink das mal über ein paar Tage. Und da sind mir die tollsten Heilungen berichtet worden. Die Leute heilen sich einfach selbst mit diesem Wasser. Das ist wie Lourdeswasser oder irgendwie heiliges Wasser, was da entsteht durch das Aufkochen. Es wird potenziert, die Wirkung ist ungefähr 1000-mal stärker noch als die reine Asche.
Und das hat eben der Urs entdeckt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Und da kommt Essig auch noch rein? Kann man machen. Kann man machen, ja. Ursprünglich kam er drauf. Ich sagte, Urs, hast du mal ausprobiert? Es gibt Berichte, dass man einfach Essig aufstellt bei Chemtrails. Da war einer so verrückt und hat eine Essigflasche genommen und hat am helllichten Tag, wo alles zugesprüht war, einfach nur Essig in der Schale aufgestellt. Und die Chemtrails haben sich angefangen aufzulösen. Und das habe ich dann, weil hier sind ja keine Chemtrails, ich habe dann das weitergegeben, Freunde in Frankreich, Portugal, die haben mich erst ein bisschen belächelt. Probier es doch mal aus, ich will wissen, ob es funktioniert. Und alle haben berichtet, es hat funktioniert. Du sprichst jetzt einen Punkt an, den ich auch noch fragen wollte. Gibt es so etwas wie Gefahren bei der Orgontechnik? Also ich gehe damit sehr verantwortungsvoll um und wende es sowieso nur an, wenn jetzt irgendwie, ich sehe, dass am Wetter was manipuliert wurde oder wird. Aber das Gute daran ist, dass diese Sache mit Agnihotra und Naturharmoniestation überhaupt nicht manipuliert werden kann. Weil das Schlimmste, was passiert, dass eben gar nichts passiert. Ja? Also manipuliert wird von wo ganz anders her. Und hier kann es höchstens sein, dass wirklich Menschen, die überhaupt keinen Zugang haben zur Natur und die wollen das unbedingt ausprobieren, dass sie eben gar nichts erfahren. Also gab es auch schon mal, wenn Leute sehr schlecht drauf sind, und meinen, sie müssten an allem rumnörgeln, die schaffen es dann auch tatsächlich, eine Naturharmoniestation zu deaktivieren. Zu disharmonieren, ja. Ihre eigene. Ja. Also der Mensch ist der entscheidende Faktor, das muss ich schon immer wieder sagen. Wenn die Absicht dahinter ist, was Gutes zu tun, dann ist die Erfolgschance viel, viel größer. Da sind wir wieder bei der modernsten Physik, die wir haben, nämlich der Quantenphysik, dass das Bewusstsein einfach eine Rolle spielt, auch hier eine entweder positiv unterstützende Rolle, ob ein solches Gerät, ob eine solche Technologie wirklich positiv wirkt oder wenn ich eben entsprechend schlecht drauf bin, um es mal salopp zu sagen, oder sogar mit negativer Absicht an so ein Thema rangehe, dass das dann eben dann zu gar nichts führt. Also der Mensch ist ein Stellfaktor, eine Stellschraube des Erfolgs hier. Ja, ja, also man kriegt eine direkte Rückkopplung auch zu seinem eigenen seelischen Zustand. Ja. Das ist auch eine ganz gute Übung für sich selbst im Grunde genommen. Zu sehen, ja, der Himmel ist heute wunderschön wieder, also bin ich auch gut drauf. Ja. Das, was du an sich ja machst, ist, dass du dich um die Wiederaufforstung kümmerst, dass du das Thema Natur, Pflanzen, Bäume, Früchte und so weiter aufgreifst und das ist ja auch deine berufliche Herkunft. Wie passen die Dinge zusammen? Wie passt jetzt eine solche Technologie? Wie ergänzt sich das zu deinem sonstigen Tun? Das war eine wunderbare Ergänzung, denn wir haben ja eigentlich damit angefangen, als diese Trockenheiten anfingen in Paraguay. Wir hatten hier Bäume gepflanzt vor 10 Jahren das erste Mal und plötzlich 6 Monate kein Regen. Es war eine absolute Katastrophe. Und ich bin dann rum, habe Indianerschamanen aufgesucht, weil ich habe mal von Regenmachern gehört und Indianerhäuptling sagt, ja, mein Großvater wusste das noch. Aber ich selbst, interessiert mich nicht, hat an seinem Smartphone gespielt und da dachte ich, ist ja eigentlich schade, dass dieses Wissen verloren gegangen ist. Und es ist mittlerweile so, dass die Wiederaufforstung erst richtig funktioniert mit so einer Naturharmoniestation. Weil was machst du, wenn du 1000 Bäume pflanzt und du kriegst ständig dein Feld trockengelegt von irgendwelchen Satelliten, die mit was auch immer dich bestrahlen. Und das ist eine ideale Ergänzung zur Aufforstung. Insofern, wir sind dann autark, auch in der Hinsicht, dass wir nicht mehr manipuliert werden können, was das Wetter betrifft. Ja. Ist es vielleicht auch so, dass Bäume im Grunde genommen auch solche, Energiestationen sind für Lebensenergie, wie eine solche Orgontechnologie, dass da eigentlich sogar eine gewisse Ähnlichkeit oder Parallelität stattfindet? Es ist sogar so, dass der Schnitt, wenn du hier durchschneidest durch das Rohr, da siehst du die Ringe immer. Das ist dann immer Pilz, Stahlwolle. Und wenn du dir einen Baum anguckst, du hast genau das Gleiche. Mhm. Letzten Endes ist jeder Baum eine kleine Naturharmoniestation, ein Orgon-Akkumulator. Er ist genauso aufgebaut. Der Baum transformiert die ganze Zeit negative Energien und wandelt die um in Lebensenergie für uns. Deshalb ist das weitaus tragischer, der Effekt, dass wir die Lebensenergie
verlieren durch die Abholzung, ja. Ist es nicht das CO2 oder irgendwas, was uns da angedichtet wird, sondern es ist eigentlich diese Energie, die der Baum erzeugt. Und die Naturharmoniestation hat ungefähr die Energie von 10.000 Bäumen. Also wenn du aufforstest, ganz viele Bäume pflanzt, hast du denselben Effekt, da brauchst du das irgendwann nicht mehr. Aber wir leben ja in Zeiten, wo es leider nur noch sehr wenig natürliche Wälder gibt. Und da ist das eine sehr schöne Unterstützung. Und es wird ja auch immer noch sehr viel manipuliert. Das heißt, der normale Wald, den wir noch haben, der schafft es einfach alleine nicht. Wir sollten einfach mithelfen und mit einer Naturharmoniestation diese natürlichen Effekte verstärken, die Bäume eben von sich aus ihr ganzes Leben lang tun. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aussage und Botschaft. Es ist etwas, was wir bei uns noch dringender als hier. Hier braucht ihr es aus klimatischen Gründen, weil das Mikroklima sich durch die Abholzung geändert hat. Das hat, wie du schon richtig sagst, natürlich nichts mit irgendeinem CO2-Märchen zu tun, sondern einfach damit, was, wenn ich 96% des Regenwaldes abholze, ändert sich das Klima hier logischerweise. Und wenn ich das jetzt der Natur zurückgebe, wird sich das Klima wieder ändern. Und das ist das Schöne. Nur bei uns geht es nicht nur um das Klima, sondern es geht einfach um das, was auch an Gift und an Angriffen auf die Menschen jeden Tag in jeder Großstadt von morgens bis abends stattfindet, was man am Himmel täglich sehen kann. Ja, also ich war jetzt die letzten zwei Male, als ich in Deutschland war, es war so deprimierend. Ja. Also ich habe es einfach gar nicht, ich bin das ja jetzt gewohnt mit dem sauberen, klaren Himmel. Und wenn du dann erlebst, wie deprimierend, wie düster und wie zugesprüht das alles ist, dann kann ich nur dringend empfehlen, den Zuschauern, fangt an und ändert was. Es ist mittlerweile so leicht geworden, ja. Ihr kriegt es praktisch alles auf dem Präsentierteller. Ihr müsst es nur umsetzen. Ja. Und das ist meine große Hoffnung, dass wenn jetzt die Menschen mehr und mehr aufwachen und sowas bauen, ihr müsst gar nicht gegen irgendwas sein oder kämpfen. Nehmt einfach wieder den Himmel in eure Hand, ja, oder die Lebensenergie in eure Hand und machen wir Deutschland auch zum Paradies. Eine wunderschöne Vision und ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Arbeit, danke dir auch für die Anregung, die du vom fernen Paraguay aus in die Heimat zurückschickst. Und ich hoffe, dass es viele Menschen gibt, die das aufgreifen und dass es jetzt, und das sehen wir hier, etwas ist, was wir uns alle leisten können. Das macht die Sache noch mal so besonders großartig. Herzliches Dankeschön und weiterhin viel Erfolg. Danke zurück. Liebe Zuschauer, ihr habt es gesehen und ihr habt es gehört, hier wird die Möglichkeit offeriert, dass die Dinge, die uns zu Hause wahrlich auch stören, das, was wir jeden Tag feststellen können an Schwermetallattacken, die über die Luft auf uns herniedergeschüttet werden und die wir dann am Himmel feststellen können in unterschiedlichen Formationen, die mit natürlichen Wolken und natürlich auch mit natürlichen normalen Kondensstreifen nicht das Geringste zu tun haben. Dieses Thema ist inzwischen unstrittig, dass man das beseitigen kann, dass man das Wetter dann, wenn es manipuliert wird, wieder aus der Manipulation herausnehmen kann und dass das Ganze auch noch Auswirkungen hat, wie wir am Beispiel Brasilien und am Beispiel Algerien gehört haben, auf die psychologische Verfassung, auf das Bewusstsein der Menschen, das Entziehen aus der Mind-Control, das macht die Sache noch ganz besonders rund. Wir blenden die beiden Internetadressen von Urs und Andreas ein. Auf der Seite von Urs könnt ihr die Bauanleitung und weitere Informationen, Kontakt zu ihm aufnehmen und euch eine solche Station bauen lassen oder zu einem Seminar zu ihm kommen und das dann selber bauen und mit nach Hause nehmen, www.naturharmoniestation.de und auf www.theparenttreefarm.de habt ihr die Möglichkeit, Kontakt mit Andreas aufzunehmen, euch über das großartige Projekt der Parent Tree Farm zu informieren, mitzumachen an der Aufforstung und eben diesen Weg, nicht so wichtig das ist und so großartig das ist, den Regenwald zu schützen, sondern der Natur durch die Wiederaufforstung das zurückzugeben, was durch die Abholzung zerstört wurde. Da könnt ihr mitmachen, könnt euch beteiligen und einfach über die Seite informieren und dann Kontakt aufnehmen. Und in diesem Sinne, diesmal aus Paraguay,
Ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.